Gepflegter Bodybuilding Unterhalt und hier ist der liebe Swatchwall John, a.k.a. African Rhino. Und jetzt sind wir heute bei mir daheim. Guck mal, wie der hier aussieht. Aber egal, oder? Und wie sieht mein Bart aus? Das sieht echt krass aus. Also das ist jetzt noch am Verheilen. Ja, ja. Aber das sieht aus wie so 3-Tage-Bart und nee. Man sieht halt jetzt schon, wenn das so dann aussieht und dein Gesicht abgeschwollen ist, weil du hast jetzt voll die Hamsterbacken. Ja, ja, aber ich... Aber ich glaube, das wird voll gut aussehen. Aber das ist nicht mehr geschwollen, nee. Doch, schon ein bisschen geschwollen noch. Das ist. Ja, ja. Ja, vielleicht bin ich einfach dick geworden, weil ich mache keinen Sport und so halt. Und boah, Alter. Was ist denn da passiert nach der Fieberdiät? Ja, nach der Fieberdiät habe ich einfach geguckt, weißt du, was ich meine, weil ich muss... Ich warte auf William, er hat mir gesagt, er sieht mir einen neuen Plan und so halt. Also, William ist schuld. Ja? Er will ja mich schuld, er hat mir keinen Plan geschickt und so halt. Ja, aber bald vielleicht bin ich bei Johannes Lukas, weil ich ziehe nach Berlin. Ich bin dran, ich suche eine Wohnung. Alter, das sieht so krass aus mit dem Bart, wenn du zur Seite schaust. Aber guck mal, was krass ist, mein Haare, die wächst so schnell an, guck mal. Ja. Ich muss ehrlich sagen, die Elite-Hair, die sind die Beste in der Welt, Alter. Das ist einfach so eine professionelle Sache, habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. 10 verschiedene Untersuchungen und so halt, man, die gucken dein Blut. Ja, die haben auch, ich habe auch meine Krankheiten auch da geguckt. Und? HIV an Gonorrhea an Syphilis an everything. Und? Everything is negative, brother. Markus hat gesagt, Halleluja. Halleluja. Ja, alles war gut und die war super nett und so halt, die Mitarbeitern und so, das war cool. Ja, wie war es jetzt die Tage jetzt, wo du hier bist? So ja, ich hatte keinen Schmerzen und ich habe einfach Angst, dass ich irgendwas verkacke, dass ich das anfasse oder irgendwas, was mein... Ja, ja. So, ich habe versucht, alles so zu schlafen, aber ab heute kann ich jetzt in meiner Bucket schlafen, denke ich, ab 6 Tage oder so. Aber ich hatte einfach Angst, dass ich irgendwas mache oder so, aber außer das war alles gut. Ich habe keinen Schmerzen. Manchmal juckt einfach so, aber ich muss nicht jucken. Ich habe eine Aloe Vera Creme. Die haben mir eine ganze Box gegeben, wenn juckt, was man drauf machen muss. Wie man und juckt es bei dir? Ja, manchmal, ja. Ja, bei mir juckt es nachts richtig, ja, richtig schlimm. Ja, bei mir juckt. Gerade juckt es sogar ein bisschen. Ja. Aber ich ignoriere einfach. Ist einfach eine Kopfsache. Ja, ja. Wenn juckt und ich mache meinen Kopf da, dann juckt mehr. Ja, ja. Aber wenn juckt und ich was anderes mache, dann fühle ich das nicht mehr. Jetzt juckt gerade, warum? Weil ich habe über Juck geredet. Ist krass, Alter, wie die kochen. Heute werden wir auch dazu was kochen. Wir kochen die Fuß vom Ding. Rind, aber die kleine Rind, wie heißt das? Kalb, oder? Jetzt ist super gut, weil da hat viel Kollagen dazu. Und ist gut für die Heilung auch. Und ist gut für die Knie. Wenn du Knieschmerzen hast, ist gut, weil es gut für die Ligaments and Tendons. Wie heißt Ligaments and Tendons in Deutsch? Sehnen und Bänder. Ja. Und das muss man sehr lang kochen. Das esst man gerne in Gambia. We call it cow food. Das ist ein angebrachter Name. Das heißt, es köchelt einfach und dann tust du es würzen, oder wie? Ja, später. Was ist denn mit deinem Schrank passiert? Also der Schrank sieht ja ganz gut aus. Ja, das ist... Wie ist die Lage hier? Ja, ein bisschen schwarzer Pfeffer. Das ist jetzt nur Wasser, Salz und jetzt ein bisschen Pfeffer. Ja, ja. Ich denke, das muss noch eine Stunde kochen lang. Während die das gekocht, gehen wir jetzt in mein Bad pflegen. Okay, erstmal die Hand waschen. Das ist die Lotion. Einfach so machen. Und dann muss man nicht so, muss man einfach kleine Backpfeifen geben. Ich war ja mit Leon in Japan. Yeah. Leider konntest du nicht mitkommen, weil du ja noch keinen deutschen Pass hast. Yeah. Oder hattest, zumindest zu dem Zeitpunkt. Ja, yeah, Mann. Deswegen haben wir gedacht, wir nehmen dir ein bisschen was mit. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber wir hatten jetzt noch keine Möglichkeit. Wir haben dir ein paar Geschenke ausgesucht. Okay. Und mach mal auf und ich glaube, das wird dich freuen. G-Best, was ist G-Best? Das Kondom, oder? Energy, Exciting, Ecstasy. Das ist ein Kondom. Nee. Das ist Tablette. Hm? Das ist japanisches Viagra. Ist es? aber das ist gemacht für kleines ones. Horse Penis. Amino Acids, Premium Addiction. Damn, bro. Okay. Diamond Banana. Ey, warum? Diamond Banana. Geil. Okay. Und was ist das? Night Energy, Sex Moon Key.
Das muss man trinken, oder? Crazy. Okay, die Black. Oh. Da muss ich sehen, was da drin ist. Wirklich, die Black. Geil. Ja, aber das ist so ein kleiner Kondom. Alter, das ist mal Asen. Schau mal die Packung. Alter. Schau mal die Verpackung. Hä? Aber die ist sehr rassistisch, sag mal ehrlich. Hab ich gehört, die Japaner sind sehr rassistisch. Hab ich gehört, also. Oh, Jesus Marien. Aber die ist sehr kund. Guck mal, machen wir eine auf, warte. Alter, willst du mich verarschen? Sogar meine Finger. Das ist so ein kleiner Kondom. Das ist eins, das ist klein. Ich kann testen, ich kann jetzt auf und meinen Sound machen. Und das zweite ist, warum das mit einer Black Dude ist. Obwohl, das ist nicht so ein großer Kondom. Das heißt The Black, ich weiß auch nicht, aber das hieß einfach so. Das. Und das hier ist so eine Salbe, die du dir auf den Schwanz reiben kannst. Oh, und was macht das denn? Probier's mal aus. Du musst ein bisschen mehr machen. Jetzt die Hitze in meinem Schwanz. Also, das ist Creme für Männer. Yeah. Sehr. Geki Kata Dochu Dachi Creme. Tee Beste. Und was steht hier? Oh. Wiederherstellung des Selbstvertrauens und Geist und gesteigerte Aufregung. Was ist das? Was meine ich? Das macht dich excited. Ist es. Aber das ist so. Das wie, brennt jetzt oder was? So wie Menz, Pfefferminz. Sind die Japaner so Sex-Dinge unterwegs? Die sind alle sehr zurückhaltend, yeah. Und ganz, also auf der Straße sind alle so sehr zurückhaltend. Yeah. Aber dann gehst du in so einen Laden und denkst, Alter, was geht denn hier ab? Night Energy Sex Monkey. Aber was glaubst du, was da drin ist? Ich denke so, das muss man noch trinken, Alter. Okay, also das ist das Equipment. Yeah. Also wir haben jetzt hier eine Salbe für mehr Excitement. Boah, hier, das ist so flüssiges Viagra und hier, also das war mein Favorite. King of Supplement mit Horse Penis und Amino Acid. Also da kannst du auf jeden Fall Performance jetzt bringen. Jetzt die Kopf in meinen Schwanz ist rot jetzt. Also wenn Japan waren, haben wir gedacht, ich weiß ja nicht, wenn wir zurückkommen, ob du noch eine Freundin hast. Yeah. Deswegen haben wir dir auch ein bisschen Material mitgebracht. Ich habe eine Freundin, Dennis. Aber ich sage nichts allen. Das ist keine Kamelto oder so. Sind Japaner so auch, oder? Das ist so unglaublich, ne? Ja, das ist alles Sensor, Dennis. Aber ich habe gehört, die Japaner sind immer hairy und so. Die rasieren nichts. Ist das gut oder schlecht? Ha? Ist das gut oder schlecht? Ist gut, denke ich, gut. Kommt drauf an. Manchmal juckt den Mund, wenn du runter bist. Ich mache das nichts, aber von was ich gehört. Guck mal, der kommt von der Japaner, wie die aussieht. So, ja. Thank you, brothers, that you think about your bro. Aber das kann ich leider einer deutschen Junge denken. Das ist so klein. Ist nichts von der Schwarze. Ist nichts gebracht von der Schwarze. Also, wir können ja nach Japan gehen und uns beschweren bei diesem Laden. Ja, ich denke nicht. Ich weiß noch ganz genau, wo der Laden ist. Nächster Trip geh ich mit. Aber green. Ich glaube, die meisten Männer haben Probleme, lang genug durchzuhalten. Und dann hoffen sie, dass sie mit so Produkten das irgendwie verbessern. Ich bin der Meinung, was ist lang genug? Was ist lang genug? Also ich habe letztens so eine Umfrage gesehen, yeah. Da war, glaube ich, die durchschnittliche Dauer beim Sex irgendwie 2 oder 3 Minuten. Niemals. Doch, doch. 3 Minuten? Zu viel? Nein, das ist nicht. Guck mal, ich sag dir was. Guck mal, Jungs, ich sag euch was draußen. Wenn ihr jemand trifft, Bruder, mach rein, 10, 12 Sekunden kommst du, verpisst du's. Also 3 Minuten ist schon viel zu viel? Alter, ist so viel. Mach einfach dein Ding. Du, guck mal. Du triffst jemanden. Ja. Weißt du, diese Bestätigung von Männern, dass die Frau sagt, boah, so einen Sex habe ich noch nie gehabt, boah, du bist so krass. Und was bringt dir das am Ende Effekt? Du bummst jemanden, Bruder, vielleicht sie ist 30 oder über 30, du wirst sie niemals bumsen, was sie nie damals nichts bekommen, wenn sie jung war unterwegs. Es gibt vielleicht auch Männer, die eine langfristige Beziehung eingehen wollen und mit dieser Frau einfach glücklich machen wollen. Ja, das ist anders. Da ist anders.
wenn du sie glücklich machen willst, aber bring dir nicht selbst um. Your main aim as a young guy is just to hustle, get in shape, be healthy, get your finances intact, get your life intact, get everything intact. Your aim should not be taking Viagra and trying to satisfy a woman. That woman, you're gonna take Viagra and fuck her for 31 hours, that woman gonna leave you one day, no matter what sex you give them. There will come a day, this is for pissances. I think life is not only about sex. Life, there is more about that in sex, you know. Correct. Sex is just part of it, but you know what I mean. If you go to a relationship nowadays and you think you go there because of the sex, this relationship or this partnership will not last forever. That's true. You know, that's why some people is really sad. The only thing they can offer in their relationship is sex. If you take out the sex, they cannot offer nothing. They cannot bring nothing to the table. Ich habe einmal ein Mädchen gefragt. Wir haben was gehabt, ein paar Monate. Dann haben wir irgendwann ein bisschen Stress. Dann habe ich sie gefragt, what do you bring to the table? Und sie told me, I'm the table. I said, no, I just want to know, apart from sex, what do you give me? I don't have intelligent conversations with you. I don't learn nothing from you. Apart from sex, we just meet and fuck. We don't talk nothing about life, about deep conversations or something, like, you know what I mean? And this is the problem. You have to find someone you can chat with, someone you can talk with hours without getting bored. You know what I mean? Someone you can sit in a room weeks without even fucking, but it feels like you're fucking her, but you're not even fucking in physical terms, you know what I mean? So was macht ihr die Kufu-Situation? Sieht gut aus. Ja. Woran erkennst du, dass es fertig ist? Ja, später, die Öl wird oben kommen. Weil das gibt auch Fahrt auf. So, now we have the foam. Muss man sich das ausspülen irgendwie? Ja, muss man erstmal die Foam machen und warte 5 Minuten und dann kann man danach ausspülen. Aber sieht gut aus, oder? Ich mache das seit zweiten Tag nach dem OP, mache ich einmal am Tag. Na, und muss man das. Wie heißt? 8 Tage lang direkt. Gib ein YouTube-Video, Anleitung, gib Bücher, wo man alles sehen kann und lesen. Wie ist das jetzt, so wie du es dir vorgestellt hast, die OP und das Ganze danach und jetzt, wenn du es jetzt selber am Körper spürst? Nee, ich hatte gedacht, dass wir jetzt so Smash haben und danach und so, aber bis jetzt habe ich nichts. Das jetzt sieht richtig gut aus, ehrlich zu sagen. Bis jetzt, ich bin sehr zufrieden und so mit dem ganzen Prozess und so. Ich bin einfach gespannt, wie mein Bart aussieht. Jetzt warten wir 5 Minuten. Und brauchst du keine Sorge machen, wenn du ausspulst und ein bisschen Öl ist immer noch da, wegen der Lotion vorher. Ist okay. Ja, jetzt ist gut. Warte, bis es trocken ist, dann machen wir nochmal Lotion. Da hast du aber noch ein paar Sachen reingemacht, oder? Ja, ich habe nur Tomate gemacht. Ich habe keinen Schlüssel gemacht. Boah, hast du gesehen? So gekocht, man muss mal nicht machen. Einfach so und das lassen. Weil das geht. Boah. Das ist so geil. Würdest du für 1 Million Euro das essen? Hm? Für 1 Million Euro? Ja. Ist deine Kuh. Ich frage mich mal, würdest du für 1 Million Euro das essen? Mmh. Wow. Leider, das schmeckt richtig geil. Aber in Gambia wird sowas nichts essen, ich werde Fisch essen. Ja? Ja, weil
Fleisch ist der teuer und Fisch ist billig. Und hier ist. Aber Fisch. Das isst man schon noch in Gambia. Hm? Das isst man, ja. Aber ist dann was Besonderes? Ja, das isst man, wenn man krank ist oder so, als Suppe oder so, dass man Appetit oder so. Mhm. Mhm. Aber. Auch das. Boah. Aber das in Gambia ist immer ganz anders wie hier. Wenn meine Mama das kocht, das ist mir ganz anders. Das kocht wahrscheinlich auch länger, wenn seine Mama es kocht, oder? Mhm. Dann hat es mehr Geschmack. Mhm. Und für Gewürze und so halt, überleg mal, nach dem Essen, die Dinge muss ich probieren später, ich werde, sollen wir nicht extra... Wie heißt es? Beef Monkey, oder wie heißt es? Sex Monkey. Sex Monkey? Und das ist Banane. Diamond Banane. Ich habe ja Diamond Banane, nein, ja. Ich habe eine goldene Banane. Dann will ich aber im nächsten Video will ich Bewertung haben von den verschiedenen Produkten, welches am besten war. Aber probier die bitte einzeln, nicht alle gleichzeitig. Du musst ja dann bewerten können, was besser war. Okay. Dann fangen wir mit, wo sollen wir fangen? Fangen wir mit Sex Monkey an. Okay. Sex Monkey oder Diamond Banana, würde ich sagen. Ich sag Diamond Banana. Okay, dann probieren wir Diamond Banana. Aber wie viel Pille muss man hier nehmen, weil hier ist Pille. Du musst einfach hinten drauf schauen, das steht ja, das ist ja erklärt. Das sind ja die genauen Instruktionen. Okay. Wenn jemand mich unterstützen will, mit Kurt Rino, gib mal richtiger Vater-Vater-Rabatt. Bei jeder Woche bei ESN gibt es eine richtige geile Aktion an dieser Stelle. Ich liebe euch. Wir sehen uns bald in Gambia. Ich hoffe, wir gehen extra nach Gambia für euch. Einfach Content für euch zu ballern. Guten Appetit. Danke.